Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu LS15. Bei mir sind natürlich wie immer der Sachse, der Freezy und auch noch der Tino. Ja, und wir haben heute Gäste und zwar das FSM Modder Team. Hallo meine Lieben. Mahlzeit. Mahlzeit. Hallo. Hi. So. Was ist mit einem Drescher? Ich glaube verkauft. An der Tanke. Das verkauft. Das war's. Schild dran gehängt zu verkaufen. Nee, der war leuchtend rot an der Tankanzeige. Ach so, süße Hedgebeiner-Begrüße. So. War ja nicht das erste Mal. Wo waren wir stehen geblieben? Pixel rammt die Halle. Ja, und ich bin jetzt dabei, oder ich will gerade das, oder ja, okay. Manus ist natürlich Hacker gesprungen. Ach so, du willst ja auffüllen? Ja, hatte ich vor, und dann habe ich jetzt einfach mal den Anhänger geholt. Na komm, dann machen wir den mal voll. Entschuldigung, war Absicht. Warte mal, ihr habt den Kren jetzt. Wo ist denn der andere? Ja, es steht voll hinterm Silo. Bleib so stehen am besten. Da ist CCM drin. Ja. Okay, da kann man gerade nicht weiter trashen, aber das wird jetzt auch nicht ewig dauern. So, dann können wir hier die erste Silage verladen und können das wegschaffen, dass wir endlich mal aus dem Minus rauskommen. Ja, schon mal vom Vorteil. Ja, guck, und dann habt ihr schon Gülle irgendwann, wenn es zu Big A bringt, und dann kriegt er schon Flüssigdünger und Dinge. Das ist ja der Wahnsinn! Das ist der Wahnsinn. Sehr gut. So baut sich dann auf, ne? Ja. Sehr cool. Schlimm ist, nächste Feld, was wir machen müssen, ist die Zähne. Weil da jetzt gerade ein Crusher sind. Der andere, ne? Jo. Sag mal, hatten wir nicht eine größere Schaufel wie die 2,5er? Nee. Wie viel hast denn du jetzt drin im Anhänger? 7050, also 39%. 7050, oh, dann geht hier was verloren. Warte mal, dann muss ich doch irgendwie anders einladen. Ja gut, zur Not landet sie ja wieder im Silo. Kannst du echt, den ein warte, ja. Bisschen querstellen vorne? Ja, doch, warte mal, wir hatten... Moment, ich prüfe. Hatten wir das reicht nicht? Schon. Hatten wir nicht die 10K-Schaufel? Ja. Das ist die. Aber finde ich gut, könnt stundenlang mal zugucken. Das ist ja, nice, ne? Hat man nicht, Dino, hat man nicht. Haben wir nicht, na gut, das ist schade. Wobei ihr, ja gut, bei dem Zeug wird es jetzt funktionieren, aber CCM mit einer Standardschaufel, glaube ich, kriegt ihr nicht geladen. Deswegen hatte ich extra die Stollschaufel nochmal fertig gemacht, weil es da echt Leute gab, die da Probleme mit hatten. Okay. Na, die Schaufel hier geht, die wir haben. Ja, klar. Genau. Aber mit Standardschaufeln wird es auch spätestens beim CCM schwierig. Mhm. Ja, das ist das eigentlich cool, das Müll, ist ja jetzt nach dem Gern ist es ja Silage und nicht mehr CCM. Ja, eben. Deswegen müsstest du das Zeug jetzt auch problemlos mit der Standardschaufel wegkriegen. Aber ich sage ja, das reine CCM dürftest du mit einer normalen Schaufel nicht verladen kriegen. Aber ist denn dieser ZZZ-Multifrucht-Ding, ist der Mod nicht oder das Skript nicht dafür da, dass der auch diesen Standardmaschinen die Berechtigung gibt, andere Fruchtorten zu nehmen? Oder normalerweise ja, aber ich glaube bei Schaufeln und so ist das Ganze außen vor. Ah, ja, okay. Also bei Anhängern funktioniert es definitiv, hat man ja gesehen, den Agroliner, den ihr da hinten stehen habt, das ist ja ein Standardgerät, den kannst du problemlos nehmen zum CCM verladen, aber bei Schaufeln, na, das liegt da noch ein bisschen, ja. Dafür ist ja der Map-Hole auf der Map. Ja, normal, ja. Dafür, dass die quasi die Planen, die oder die Früchte, die das Fahrzeug nicht unterstützen, hinzugefügt werden. Und das Digital Fruit sorgt ihm letztendlich dafür, dass du halt, ja, die Früchte halt dann einträgst. Wie viel hast du schon drin, Pixel? Jetzt ist voll. Ja. Huch. Und dann, so, dann fahr ich jetzt zur BGA. Fahr mal zur BGA, sag mal Bescheid, wenn du dort bist. Ja. Jo, dann hüpfen wir alle drauf und feiern das Geld. Jawohl. Yep. Und dann gleich Porno-Party an der Burg. Ah, ich verstehe. Gleich wieder raus. Guckst du unten, yeah! Entschuldigung. So, ja. Was? Oh, meine Freundin ist gerade hier. Das war jetzt doof. So. 36.000 Mais haben wir noch drin, das ist ja super. Ja, ein bisschen Feld. CCM ist aber auch im Lager hier reingekippt worden, ne? Neben der Mühle. Ich glaube, er hat Pixel abgeladen, ne? Genau. Ja.
Ja, das müssen wir dann wieder rausholen. Was wir auch machen könnten ist... Achso, wir haben gerade keinen Anhänger frei, das ist das Problem. Nö, wir können nicht weiter drin. Nee. Oh, das ist ja richtig doof. Das heißt ja, wir müssen jetzt erst komplett das Silo leer schaufeln. Oder einer schnappt sich einen Traktor und schüttet das restliche CCM mal noch ins Lager. Weil da hätte man, kannst du mal nicht nur so laut machen, bitte? Ein Lager ab. Leute. Was brichst du ab? Mein Lager. Was ist denn von Lager? Das Lager hier. Ziehst du aus? Okay. Was? Kannst du mal was zum Mittag morgen hinstellen? Ja. Genau, dann könnten wir das nämlich erstmal leer machen und theoretisch, bevor wir anfangen mit Rechen, könnten wir ja noch einmal einen Anhänger Raps in die Dieselproduktion schaffen. Weil Raps haben wir 68 km im Lager. Genau, dann einen da hoch und dann können wir zumindest schon mal unseren eigenen Diesel produzieren, müssen den nicht mehr kaufen. Sparen, sparen, sparen. Ach ja. Wir auch wieder rausführen nach Rom. Das stimmt. Ihr könnt ja nochmal, ihr habt es zwar gerade schon mal erzählt, außerhalb der Ausnahme, aber so vielleicht euren Werdegang. Wann habt ihr angefangen mit Motten so richtig? Wie lange spielt ihr LS15 schon? Nicht LS15, LS generell schon und so weiter. Das wäre eigentlich noch ganz, wäre eigentlich ganz cool. Wie ihr so dazu gekommen seid, vielleicht. Zu ich dem mach Ollen. Das nur, weil der Chef das macht. Ja, genau. Okay, also bei dir war es wieder die Chefentscheidung? Ja, definitiv. Also ich habe, wie gesagt, mir auf YouTube, ich meine, es ist ja ein Let's Play gewesen seinerzeit, angeschaut. Damals noch LS11. Mhm. Ja, ich denke, sieht ganz interessant aus. Man kann sich ja mal die Demo angucken. Hab mir dann die Demo besorgt und ja, 2 Tage später war die erste Mod fertig. Das ist Rekord, glaube ich. Ja, ich habe dann alten Thorsten Bescheid gesagt, wir hatten seinerzeit nicht mal Teamspeak, wir hatten unsere Kommunikation reineweg noch über Skype. Ich weiß, Schande. Ja, aber ist ja nicht schlimm, macht ja nichts. Ich dachte, du sagst jetzt ICQ. Nee. ICQ, das war damals in grauer Vorzeit. Oh, noch jung waren. Ich würde mal interessieren, was Randy gerade macht. Ich hab den da wieder weggenommen und jetzt hänge ich den hier dran, weil er braucht den ja weiter zum Rausschalten. Aber du weißt, wo du Raps lädst, oder? Den habe ich hier geladen, wie du siehst. Ach, du hast schon Raps drin? Ah, ja, cool. Das siehst du. Jetzt muss ich nur kurz gucken, wo die Dingelfabrik ist. Die ist unten bei FED20. Also quasi Kreisverkehr, dann nach unten weg und dann immer geradeaus. Fährst direkt drauf zu. Kreisverkehr muss Richtung Dampfstelle gehen. Unten rechts ist das Dieselwerk. Gibt's jetzt gerade gar nichts zu tun? Nö. Der Mörder ist an der BGR noch nicht angekommen hier. Ja, gleich. Das Ding ist, es ging gerade einen Berg ein bisschen hoch und ich habe halt hier nur den T4 oder was das ist. Ja, und noch kein Frontgewicht, glaube ich, ne? Ja. Das ist ja mit dem Frontgewicht, das ist ja mal eine ganz heiße Diskussion hier bei uns. Bei wann Frontgewicht benutzen, wann nicht. Ne? Ich bin ja so einer, ich benutze es generell immer. An Traktoren vorne dran, aber da habe ich schon ein böses Blut geerntet. Ist das einer von den T4s aus diesem Pack, wo so hunderte von den Dingern drin sind? Ja. Da habt ihr, glaube ich, auch spezielle Frontgewichte, die auch nur da dran passen. Ne? Ja, und ich glaube, an denen geht auch gar keins. Nee, okay. Es geht nur an den T6, also ab T6. Na super, naja gut. Ja. Oder T5, weiß gar nicht. Weil jetzt T4 und den T5 probiert und an beide ging es nicht. Erst ab dem T6 ging dieses. Na, ich vermute mal fast, dass wir wieder zu blöd waren, das vorne dran zu machen. Nee, das ist wohl Fakt. Also ich hatte mir das Pack auch mal angeschaut mit den Schleppern da und es ist wohl wirklich so, dass du an den kleineren da diese Fertiggewichte nicht dran kriegst. Ah, okay. So, mein Lieben, ihr könnt jetzt gleich mal durchswitchen. Moment. Wird egal. So. Switch durch. Jawohl. Gott, wo ist er denn? Achso. Ja. Ja. Du musst aber schon nach oben mit dem Zeug, ne? Ja. Aber wir sind schon mal dort. Das ist schon mal Erfolg. Ja, ich mach schon mal das Tor auf. Wollte ich gerade sagen, ich mach schon mal die Tore auf. Kann man die Silos hier schon benutzen? Wenn du sie kaufst, ja. Ah, die ist, okay, alles klar. Also die kann man jetzt aktuell noch nicht benutzen. Unten die nicht, oben das eine ja. Das andere hier oben, das ist für CCM nur. Okay, aber die normalen hier, wo man ganz normal... Die kannst du ganz normal nutzen.
Könnte man da Stroh reinschmeißen? Ja, davon aus. Ja, sollte passen. Ah, aktuell cool. Weiß ich es nicht, müsste ich jetzt nachschauen. Weil dann könnte man ja auch da theoretisch das Stroh hier reinschmeißen und auch zur Silage machen. Muss ich es hier reinkippen, oder was? In die Halle. Ja. Doch, ja. Ja, genau da. Fährt er einfach durchs Tor. Tut euch selbst einen Gefallen, springt nicht ins Loch. Tor ist auf. Tor ist auf? Das Tor ist auf, hier ist alles auf. Ah, dann zeigt es bei mir wieder nicht an. Jetzt hast du die Tür zu. So, nur haben wir immerhin schon mal 8. Jetzt haben wir 8 Reihe, siehst du? Hat sich voll gelohnt für einen Anhänger. Sehr gut. Ja, wenn wir wollen. Jetzt könnten wir. Warte mal, wir könnten theoretisch. Band holen. Könnten ja. Wir können das weil Band holen. Kann das Game abschmieren. Wenn man ins Loch springt, kann das Game abschmieren. Ja. Ja. Das Problem ist, da unten ist ein Trigger drin, der halt registriert, beziehungsweise ja, das, was reinfällt, vernichtet. Nein. Und ja. Ja, sagst du es aus. Ja, ne. Ne, wenn du dann halt da reinfällst, dann kann es durchaus passieren, dass dir das Spiel dann den Löffel reicht. Hm, okay. Das ist doch geil, das ist wie im wahren Leben. Ja, eventuell werden wir da aber uns da was einfallen lassen, dass da irgendwie ein Playerblocker hinkommt oder so, dass man da nicht mehr reinfahren kann. Problem ist nur, dann kann man halt mit dem Radlader zum Beispiel da drin das Loch mit einer Schaufel nicht mehr befüllen, weil ja, Playerblocker blockt halt auch die Schaufel des Radladers. Ne? Hm, das stimmt, ja. Ja, ein ewiges Für und Aber. Ja, genau. Da heißt es immer abwägen. Ja, genau. Das ist wie bei allen anderen Sachen, wie der eine Kommentar am Logistikcenter würde ja die Unfallverhütungsvorschrift nicht richtig greifen. aber im gleichen Abendzug erwähnte aber, dass die Kollisionen ja völliger Blödsinn sind. Er möchte gerne durch die Zäune fahren. Ah. Also das passt ja auch nicht ganz. Nee, gar nicht. Leider gar nicht. Aber das ist normal. So einen Kommentaren muss man, mit sowas muss man halt auch immer umgehen. Ja. Wir kriegen ja auch ganz viele Kommentare. Was ich wieder angenötigt wird in den letzten Folgen, weil ich nicht richtig angesehen habe und so weiter. Und manche legen halt sehr, sehr viel Wert darauf, ne? Das ist Wahnsinn. Also wenn keiner dreschen möchte, dann mache ich schon mal weiter mit der Szene. Ja. Weiß nicht, was die anderen gerade machen, keine Ahnung. Ich hole jetzt gerade das Förderband. Kann ich switchen. Na klar. Totes Kapital. Bin ich denn hier? Oh, ich wurde geblitzt. So. Ja, das ist auch ein Gimmick, was auf Dauer ziemlich nervt. Aber ich wollte gerade sagen, da ist egal, wie schnell man fährt, man wird immer geblitzt, oder? Da wirst du auch zu Fuß geblitzt. Nice. Aber ich arbeite dran. Ich bin da skriptmäßig ja nicht so bewandert, aber ich habe ein entsprechendes Blitzer-Skript im Singleplayer schon am Laufen. Also irgendwann wird es teuer. Irgendwann wird es teuer, oh oh. Geht das denn im Multiplayer? Also. Ja, aber die Kohle kriegt halt nur der Admin abgezogen. Nice! Aktuell und deswegen, also. Das finde ich gut. MP-fähig ist das Ganze da noch nicht. Aber da ist ja, denke ich, auch mal Giants gefragt, ne? Das ist ja auch so eine Sache. Ja. Ja, aber das finde ich gut, weil wenn Randy hier uns wieder nicht bezahlt, dann laufe ich einfach eine Folge lang immer noch vor zurück durch den Blitzer. Ziehe ich dir dann auch noch in Löhne. Kannst du machen. Von null kann man aber nichts mehr abziehen, Randy. Ich wollte es gerade sagen. Ja. Kohle abziehen ist doch langweilig, der Schlepper muss festgesetzt werden. Oder das. Bei der Beschlagnahme so einfach. Eine Woche lang Schlepperverbot. Habe ich bei Space Engineers, darf ich keine Raumschiffe mehr fliegen? Die Folge habe ich gesehen. Habe ich gestern im Livestream gelesen. Ich glaube, es müsste sich da zusammenreißen, oder? Das reißt sich nicht. Ja, jetzt kann man jetzt sehen, wie man will. Es ist. Naja. Es war alles kaputt, sagen wir es einfach so. Ich habe das Raumschiff etwas schnell in die Base geflogen und das war halt das Problem. Habt ihr die Jagdschnitzel schon verkauft aus dem Lager? Nein. Werkschnitzel im Lager? Ja, verständlich. Oben am Sägewerk. Aber sogar hier unten. Gegenüber von der Tankstelle. Da sind ja Hackschnitzel im Lager? Ja. Ah, okay. Da ist ja Hackschnitzel drin. Das kann man entweder verkaufen oder auch direkt schon zur Produktion bringen. Das kannst du machen, wie willst du. Hast du rausgeschaufen drin? Nein. Nein, ich hab das. Nee? Dann da ist ein Vorschlag. Bin ja gerade auf dem Rücken. Aber das Sägewerk gehört uns ja noch gar nicht. Das ist aber nicht schlimm, das Lager ist aber frei zugänglich. Ah.
irgendwo dem Gottes. Aber wenn du da jetzt hinfährst, Randy, und das rausholst, dann können wir es nur verkaufen, weil, wie gesagt, das Sägewerk gehört uns ja noch nicht. Macht doch nichts. Dann verkaufen, okay? Du kannst es herausholen, dann kannst du es, wie gesagt, verkaufen oder eben halt, ja, für die Kartons schon mal nutzen, ne? Da können wir da an die Dings für die Kartons. Achso, die Kartons können wir schon produzieren jetzt? Ja, klar. Wenn ihr Hackschnitzel habt, das gibt nicht viel. Na gut, dann, das ist eine Idee. So, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen hier mit diesem Förderband. Ja, wenn ihr disconnected, aber nicht das Förderband im Trigger stehen lassen. Beim nächsten Start ist das haut euch das. Der Förderband muss da stehen. Beziehungsweise switch einfach mal den Deutschen ab. Links von rechts. Einmal ab, danke. Gegenüber. Guckst du hier? Auf 10? Ja, warte mal, da komme ich erstmal dahin. Ja, cool. Ready. Ja. Ich frage mich nur gerade, wie das Band, wie stelle ich das Band auf? Mit M, glaube ich. Da muss es einschalten, ja. Ne? Denk dran. Lass doch mal den Thorsten machen, der hat Erfahrung drin. Ich krieg's nämlich auch nicht über Kette. Weil ich guck mal, ich habe das jetzt hier ausgeklappt. Der macht das bei uns auch immer. Du musst auch immer mehrere Schritte und dann musst du es auch noch irgendwie einschalten und umhängen und ach, komm da auch nicht mit klar. Ich nehme lieber die Fräse. Geht schneller. Ach, das ist hier dieses Schaufelsyndrom. J. Dachse, komm mal her. Wenn du nochmal nice switch, das Dings wäre ja nichts mehr, was die voll. Guck mal hier. Jetzt komm mal her. Also. Guck mal den Typ an hier, was der. Wie machst du das jetzt hoch? Ach. Mit J. Band drauf. F1 ist dein Freund. Ja, ah, okay. Meine, das kann ich ja noch verstehen, das kann man ja ab und zu mal machen, aber was zur Hölle macht die? Kratzen bitte oder? Ich glaube, die pinkelt. Wo denn? Jetzt switch mal den Deutz, ne? Dann komm mal her, wenn du uns siehst. Warte mal, ich will das auch sehen. Jetzt muss ich auch erstmal zu 10 fahren, Leute, das geht doch nicht. Geht doch aber überhaupt nicht. Glaube, also entweder ist hier an dem Baum ein Ast, den sie sich gerade ja, rektal oder sie kriegt. Also hier mal die Dame am Baum, ja? Guck dir den Typen hier an. Leute, die hat Rücken. Deswegen hängt die sich so da dran. Ach, und der fappt sich hier gerade ein, oder was? Das ist ja krass. Hier mit dem Playboy in der Hand. The Boy. Oh, wer ist denn das? Was Frauen wirklich an uns Männern lieben. Oh, Alarmstufe Blutrot. Das klingt jetzt irgendwie nicht so. Das ist eine Reportage über Tara. Hier funktioniert das aber irgendwie nicht mit den Dingen, André. Oder stehe ich nicht richtig an den Donner, oder? Ich glaube, du stehst nicht richtig um den Donner, oder? Der Schatten ist aber über dem Ding. Nee, du stehst... Also wenn man jetzt hier seitlich guckt, stehst du nicht richtig drauf, oder? Dann spätestens jetzt. Das stimmt. Drück mal R. Ja. So, wer will denn hier laden kommen hier? Also Anhänger und so. Warte mal, mal ganz kurz in den Traktor mit Förderband, dass ich wieder unten am Hof bin. Der Playboy ist aber auch nicht der neueste, meine Lieben. Gucken, was das war. Ja, die aktuelle Ausgabe, die du da eben hast, die war zum damaligen Zeitpunkt noch nicht da. Ja, die aktuelle, die würde ich mir auch nicht bares Geld kaufen, weil das, was okay. Da drin ist, das Gammelfleisch, möchte keiner mehr sehen. Was sind da drin? Na, die, wie heißt sie, die Caroline Beil, nee, wie heißt sie? Der hat mich nur Danny Elvers. Woher weißt du okay. Das? Aber wir was, sind auch erstmal woher wieder... ich das weiß? Na, weil das doch ständig im Nachrichten ist die letzte Zeit. Die ist doch jetzt im Dschungel. Geil. Pixel? Ja. Fertig. Genau, meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, Like da lassen. Bei den anderen vorbeischauen, die stehen in der Beschreibung. Und schaut natürlich auch bei Team FSM vorbei. Die haben diese wunderbare Map gemacht, ne? Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.